blood will turn white. Your face will turn green. Your eyeballs will pop with pressure. So terrifying. Creepypasta. Gestern noch aktiv im Garten und dann zack, Infarkt. Hemiparese. Seitliche Lähmung. Ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen und mein Bein auch nicht. Ich kann nicht mehr sprechen. Ich kann nicht mehr mit der Außenwelt kommunizieren. Ich liege in einem Krankenhausbett mit der Sicht auf die gegenüberliegende Wand. Limettengrün nennen sie es. Starre manchmal an die graue Decke, manchmal aus dem milchigen Fenster. Je nachdem, wie man mich lagert. Wenn man mich lagert. Ich habe mittlerweile Dekubitus. So nennen die das hier, wenn man sich wundgelegen hat. Mein Gesäß ist entzündet, meine Hacken sind es auch und das Bett wird von Tag zu Tag unbequemer. Doch ich kann nicht mehr raus. Man müsste mich stündlich lagern. Müsste mich auf die Seite rollen, dann auf die andere, damit ich nicht wund werde. Wie gesagt, müsste. Dazu kommen Schluckschwierigkeiten, wodurch man mich stündlich absaugen müsste. Das heißt, jemand müsste mir einen Schlauch in den Rachen schieben und den sogenannten Sputum, also den Auswurf, aus meiner Lunge absaugen, damit ich keine Lungenentzündung kriege oder nicht ersticke. Jemand müsste das stündlich tun. Aber dazu müsste jemand seine Pflichten wahrnehmen. Und er tut das nicht. Stattdessen rammt er mir brutal den Schlauch in die Kehle, wenn er es dann mal tut, donnert ihn mir regelrecht rein und ich weiß, dass meine Schleimhäute schon wund und entzündet sind. Er schmeißt den Absauger an, rührt brutal in meinem Hals rum, stochert in der Kehle bis zum Kehlkopf in der Suppe und Linderung verschafft mir das alles sowieso nicht. Ich spüre bei jedem Atemzug, wie es blubbernd weiter hochkriecht. Und ich habe das Gefühl, jeder Atemzug könnte mein letzter sein. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn dies so wäre. Er erzählt dann immer beiläufig, wie sehr er seinen Job hasst. Dass das eklig ist, wenn er die Patienten absaugen muss. Und dass er sowieso einen besseren Job verdient hätte. Am erniedrigendsten ist aber die Pfanne. Die Bettpfanne. Ja, auch jemand, der künstlich ernährt wird, muss sich gelegentlich erleichtern. Es ist ja nicht so, dass er mich in eine Windel gesteckt hätte und dass ich am Katheter hänge. Gelegentlich rubbt er an der Windel, die an meiner trockenen Haut klebt, reißt an ihr wie an einem Pflaster und starrt mir dann ungläubig in den nackten Schritt. Und dann meint er, Frau Berger, es wird Zeit für die Pfanne. Und wenn es Zeit für die Pfanne wird, dann beginnt der eigentliche Albtraum. Ich kann froh sein, wenn er ab und zu daran denkt, die Decke noch über mich drüber zu betten. Wenn er mich nur ein wenig unsanft auf die Seite rollt, das eiskalte und scharfkantige Metall unter mich schiebt und mich dann grob wieder zurückrollt. Ich weiß, was Glück bedeutet, wenn die Bettpfanne nicht an der offenen Dekubitusstelle an meinem Gesäß reibt oder die alten Schorfstellen wieder mit aufreißt. Und wenn er mich dann auch wieder zudeckt, dann ist das Glück. Manchmal verlässt er sogar den Raum, um mir ein wenig Privatsphäre zu geben. Aber meistens sitzt er neben meinem Bett und starrt mich an. Das Ticken der Wanduhr füllt den Raum. Er sitzt da und starrt mich einfach an. Und ich starre zurück aus meinen leeren, starren Augen, während ich gezwungen bin, mein Geschäft zu erledigen. Und manchmal wird das Ticken der Wanduhr von meinen eigenen, demütigenden Geräuschen übertönt. Ich habe 48 Jahre meines Lebens gearbeitet. Mit 12 habe ich in einer Fabrik geschuftet. Ich habe Sohlen an Herrenschuhe genäht. Meine kleinen Finger waren ständig geschwollen von dem harten Leder. Sie waren wund von den dicken, spitzen Nadeln. Und ich habe mich nie beschwert. Dann habe ich mit 17 geholfen, das Land wieder aufzubauen. Nie war ich mir für eine Arbeit zu schade.
Ich habe in Fabriken, auf Baustellen, in Gärtnereien geschuftet, habe in Büros gestressten Anrufern die Verträge erläutert. Ich war pünktlich, wenn ich morgens um 4 schon in der Bäckerei ausgeholfen habe. Auch habe ich mich nie über den krummen Rücken beklagt, nachdem ich 13 Jahre lang für jüngere, wohlhabendere und ungezogene Menschen geputzt habe. Auf den Knien. Zum Verschnaufen blieb mir niemals die Zeit. Mein erster Mann hat mich ausgebeutet und geschlagen. Mein zweiter hat mich wegen einer Jüngeren verlassen. Und auch, weil ich keine Kinder kriegen konnte. Das heißt, im Nachhinein habe ich von einem Bekannten erfahren, dass wohl er keine Kinder zeugen kann. Und so blieb ich die letzten Jahrzehnte alleine. Ganz allein. Und habe für einen Hungerlohn mein Land gedient. Von meiner mickrigen Rente konnte ich nicht leben, also habe ich morgens in aller Frühe schon die leeren Flaschen aus den öffentlichen Mülleimern gefischt, nachdem ich den Rentenbescheid ungläubig in meinen alten, müden Händen gehalten hatte, und habe spät nachts noch Zeitung ausgetragen. Meine Wohnung ist winzig. Ich lebe bescheiden. Ganz alleine. Nur für mich. Und alles, was mir blieb, war mein kleiner Garten. Und dann kam der Infarkt. Mein Gartennachbar, der Witwer Johann, hat mich am nächsten Tag gefunden. Doch da lag ich dann schon eine ganze Weile in meiner eigenen Pisse, sabbernd und gelähmt. Und dann kam ich hierher. Und nun begann die eigentliche Hölle in meinem Leben. Nie habe ich mich beschwert. Nie, in meinem ganzen Leben nicht. Und nun, als ich es einmal tun wollte, weil ich diese gottverdammte Behandlung wirklich nicht verdient habe, kann ich es nicht mehr. Der rechte Mundwinkel hängt mir schwer herunter und ich weiß, dass mein Gesicht zu einer grotesken Fratze verzogen sein muss. Dieser junge Typ, der Pfleger Marcel, ist nun für mich verantwortlich. Pfleger Marcel übernimmt praktisch die ganze Schicht. Nur nachts habe ich meine Ruhe vor ihm. Nachts, wenn ich mit meinen Gedanken alleine bin und sicher vor seinem Psychoterror. Selbst dann kriege ich kein Auge zu. Meine Zimmergenossen oder eher Leidensgenossen wechseln, genauso wie die Jahreszeiten draußen vor dem Fenster. Er und die Wanduhr, das sind meine einzigen Konstanten in meinem erbärmlichen Leben. Manchmal muss mir Pfleger Marcel Blut abnehmen. Manchmal muss er mir eine neue Infusion setzen. Dann sticht er mir die Nadel rein, als würde er ein Cuttermesser in ein Paket reinrammen. Nur, dass meine Haut eben eher nachgibt als Karton. Aber das merkt er wohl nicht. Wenn er mir das Blut aus den Adern zieht, wackelt er dabei und es schmerzt, während er mich vollquatscht. Während er Dinge sagt wie: Frau Berger, ich nehme Ihnen jetzt Blut ab. Es ist nur ein kleiner Pieks und das geht ganz schnell. Aber das tut es nicht. Dann sagt er: Frau Berger, wissen Sie eigentlich, dass, wenn ich jetzt einfach die Nadeln von letzter Woche nehmen würde, dass ich damit einen Infekt auslösen könnte? Und dann starre ich ihn einfach wortlos an. Machtlos. Vielleicht habe ich ja immer wieder die gleiche Nadel. Vielleicht ist es deswegen so schwer, sie immer in ihre alte Runzelhaut zu stechen, weil sie langsam stumpf werden. Und ich bete einfach nur zu irgendeinem Gott, er möge mich erlösen. Er möge mir endlich diesen gottverdammten Infekt geben und mich aus dieser Hölle befreien. Und obwohl mein Handrücken und meine Armbeuge entzündet sind, kommt es nie zu einer tödlichen Infektion. Und dann kommt am nächsten Morgen der Oberarzt, stiert mich an, murmelt irgendwas in seine Unterlagen und schreit mir dann ins Ohr: Na, wie geht es ihr heute, Frau Berger? Fühlt sie sich schon besser? Ihre Blutwerte sehen gar nicht gut aus. Sie muss heute noch mal ein bisschen Blut abgeben. Und vielleicht muss sie auch noch ein bisschen Pipi in den Beutel machen. Sie muss sich doch bald mal wieder erholen. Ich bin nicht taub, denke ich dann, und nicht blöd. Wieso spricht er so mit mir? Alles änderte sich, als wieder eines Morgens ein neuer Patient in mein Zimmer geschoben wurde.
Ich sah gleich aus meinem starren Augenwinkel, dass es wieder ein Mann war. Wieder würde ich keine Privatsphäre bekommen, wenn Pfleger Marcel mich mit meinem nackten Hintern offen aufgedeckt zum Fenster drehen würde und alle Welt mir aufs nackte Wundefleisch starren könnte. Ja, wieso trennen sie die Patienten nicht nach Geschlechtern? Aber diesmal war es anders. Sein Name war Gottfried. Ha, was für ein passender Name. Gottfried. Gottfried hatte sich ein Bein gebrochen und würde wohl, weil er ebenfalls sehr alt war, so um die 78 rum, sicherlich mindestens 2 Wochen hier verbringen. Wenn er bis dahin nicht krank gepflegt werden würde. Wenn er nicht wund liegen würde und die Kubitus bekäme. Wenn er sich keine Lungenentzündung holt oder ein Krankenhauskeim ihn noch länger ans Bett fesselt. Gottfried war munter. Normalerweise hassten mich meine Zimmergenossen, weil ich nicht reden konnte. Weil ich wie eine lebende Leiche dalag und mich nicht rührte. Und weil ich stank. Das waren die offenen Wunden. Und die Besucher und Angehörigen der anderen Patienten blickten beschämt auf den Boden, wenn Pfleger Marcel reinkam und mir ins Ohr brüllte: Frau Berger, es wird Zeit für die Pfanne. Oder sie verließen angeekelt den Raum. Und danach kamen sie schweigend wieder hinein, blickten verstohlen in meine Richtung und öffneten das Fenster. Sie rissen es auf, direkt über meiner Kopfhöhe, verschoben dabei die Bettdecke und ich lag halb aufgedeckt im Zug, während die eisige Winterluft das Restliche tat. Aber was war schlimmer? Die beißende Kälte? Oder die trockenstaubige Heizungsluft, die mir jede Möglichkeit zum Atmen nahm? Warum konnte ich nicht einfach sterben? Aber dann kam Gottfried. Neugierig hatte er mich beäugt. Irgendwann war er aufgestanden und zu mir ans Bett gekommen. Er keuchte schwer und musste sich an meinem Gitter, das dafür sorgte, dass ich nicht beim Lagern herausfiel, festhalten. Ich konnte nicht mehr als zurückstarren. Er las meinen Namen, der mit einem Kugelschreiber auf ein weißes Pflaster ans Bett geschrieben worden war. Elisabeth Berger, murmelte er dann aus seinem zahnlosen Mund. Und dann lächelte er verschmitzt. Ich haute ihn beschämt an, aber ich bin mir sicher, dass sich in meinem Gesicht nichts regte. Für ihn war ich nur eine starre Mumie, die weder sprechen noch sich bewegen konnte. Aber er mochte mich. Und ich ihn. Oft erzählte er Anekdoten aus seiner Zeit als Offizier oder er munterte mich mit Witzen aus der Tageszeitung auf. Manchmal kam er zu mir ans Bett und kämmte mir die Verfilzung aus meinem bisschen Haar, das mir noch geblieben war, heraus. Freundliche Worte und ein paar sanfte Berührungen. Das alles tat mir gut und gab mir ein wenig Kraft zurück. Manchmal nahm er meine linke Hand. Die konnte ich ja noch ein bisschen bewegen, auch wenn die Muskeln inzwischen stark abgebaut hatten. Dann drückten wir unsere Finger und schwiegen stundenlang. Manchmal kritzelte er einige Zeilen in ein kleines schwarzes Notizbuch, das er in der Schublade seines Nachtschrankes versteckt hielt. Auch er wurde von Pfleger Marcel betreut. Aber er konnte sich wenigstens wehren. Herr Hufen, es wird Zeit für Ihre Tabletten, quäkte Pfleger Marcel dann, wenn er grob die Tür aufriss und das Fenster an meinem Bett zuknallte. Zunächst ließ Gottfried das auch alles über sich ergehen. Aber dann kamen die Widerworte. »Hey, packen Sie Elisabeth nicht so hart an«, stieß er einmal beispielsweise hervor, nachdem Pfleger Marcel mich wieder einmal grob rumrollte, um die Verbände an meinen wunden Füßen zu wechseln. »Herr Hufen, legen Sie sich bitte wieder ins Bett. Sie sind krank«, kam die Antwort. Und dabei riss er das versiffte Tuch aus meiner fleischigen, vereiterten Wunde. »Sehen Sie nicht, dass die Frau Schmerzen hat?« »Und wenn sie Schmerzen hat, mir doch egal. Sie würde ja was sagen, wenn sie welche hätte.« Mistkerl. Ich spürte die Nadel, wie sie gnadenlos in meiner Wunde steckte, um das Wundwasser herauszuziehen. »Sehen Sie, sie sagt ja gar nichts. Frau Berger, haben Sie Schmerzen? Frau Berger!«
Doch ich schwieg. Ich konnte nichts tun außer schweigen. Und dabei trafen sich die Blicke von mir und Gottfried. Ich hätte am liebsten losgeheult. Irgendwann wurde auch Gottfried kraftlos. Es kam, wie es kommen musste. Der Krankenhauskeim, resistent gegen alle Desinfektionsmittel, hatte ihn erbarmungslos überfallen, hatte ihn geschwächt und war nun dabei, seine letzte Kraft aus ihm herauszusaugen. Im Fieber erzählte er mir noch von seiner Tochter Margot und ich hörte ihm zu. Sie sei ein gutes Mädchen gewesen. Wenn er hier rauskäme, dann würde er mich mitnehmen. Dann musste auch Gottfried an den Katheter. Das war eine der schlimmsten Episoden meines Aufenthaltes. Erst stürmte Pfleger Marcel wieder in den Raum. »Frau Berger, es wird Zeit für die Pfanne«, brüllte er. Doch diesmal lag sein Blick dann auf Gottfrieds Bettdecke. Er sah es. Er hatte es bemerkt. Auch ich wusste, was passiert sein musste. Schon länger konnte Gottfried nur noch mit Mühe aufstehen und hinüber in das winzige Badezimmer humpeln. Er hatte zusehends immer häufiger Schwierigkeiten und jedes Mal brauchte er für den Weg länger. Bis er dann schließlich fast gar nicht mehr trank, einfach um nicht mehr auf die Toilette zu müssen. Doch an diesem Tag hatte er es nicht geschafft. Auch Pfleger Marcel hatte es sofort gewusst. Er drang in den kleinen Zwischenraum unserer Betten ein und riss Gottfried die Decke vom Bauch. Dann sah ich es nicht nur. Ich roch es. Den beißenden Geruch von kaltem Urin. Er musste schon gefroren haben, doch nun standen ihm die Schweißperlen vor Angst auf seiner faltigen, kalten Stirn. »Ei, ei, ei, was sehe ich denn hier?« quäkte Pfleger Marcel. Gottfried antwortete nicht. Ich schwieg. Wir waren Gefangene. Seine Gefangenen. »Zitzitze, also wirklich, Herr Hufen«, schimpfte er dann in einem gespielt verärgerten Ton. Er warf die durchsiffte Bettdecke auf mich, sodass der feuchte Stoff auf meinem Hals lag. Ich konnte es riechen. Pfleger Marcel schwang die Hand vor seinem Gesicht durch die Luft, als wolle er Fliegen vertreiben. »Pfui, und wie das stinkt!« Er spielte ein angeekeltes Husten vor. »Herr Hufen, Sie sind aber auch ein altes Ferkel!« Dann stürmte er aus dem Raum, nur um kurze Zeit später wieder mit einem Katheterbeutel und einem langen Schlauch zurückzukommen. »Na, dann wollen wir mal. Eigentlich darf ich das nicht. Das darf nur ein Arzt, aber der Dr. Beinmeier ist ja heute nicht da.« Und dann lachte er. Er lachte laut und schrill. In der ganzen Zeit lag Gottfried einfach nur da. In seinem Krankenhauskittel, der hochgeschoben und verrutscht war, der kraftlos an seinem dünnen, faltigen Hals hing, mit einem halbherzigen Knoten befestigt. Er lag da im kalten Raum, in seinem eigenen Urin, und ich konnte ihn riechen. Pfleger Marcel trat an die andere Seite von Gottfrieds Bett, sodass ich alles mit ansehen musste. Ich musste mit ansehen, wie er den grauenvollen Schlauch in ihn hineinpresste. Musste mit anhören, wie Gottfried im Fieber und vor Schmerzen schrie, wie er laut aufheulte, als er von ihm malträtiert wurde. Und ich musste den Anblick ertragen, wie Gottfried sich nur schwach und zitternd krümmte und sich nicht mehr wehren konnte. Danach sprach er gar nichts mehr. Er sagte nie wieder ein Wort. Die nasse, schwere Bettdecke übrigens lag noch den ganzen Nachmittag auf mir. Irgendwann roch ich seinen beißenden Urin auch nicht mehr. Aber für Gottfried, der noch immer offen da lag, auf dem verdreckten Bettlaken, war es noch schwerer. Ich sah die ersten paar Tropfen durch den Schlauch ziehen und es war eine Spur aus rotem Urin. Pfleger Marcel musste ihn schlimm verletzt haben. Danach ging alles ganz schnell. Die Schauermärchen über die benutzten Spritzennadeln wurden nun auch an seinem Bett erzählt. Die Bettpfanne wurde nun auch unter seinen faltigen Hintern geschoben. Doch das Schlimmste war, wenn wir es gleichzeitig tun mussten.
und zwischen unseren Betten Pfleger Marcel saß und uns angrinste. Es war dann auch bald vorbei mit Gottfried. Er hatte nicht die Kraft, am Leben zu bleiben. Und als an einem regnerischen Montag sein Leichnam aus dem Zimmer geschoben wurde, kam kein weiterer Patient mehr in mein Zimmer. Meine Werte hatten sich ebenfalls verschlechtert und ich hoffte auf einen baldigen, erlösenden Tod. Pfleger Marcel wusch mich auch nicht mehr, denn ich stank ihm zu sehr. Und auch als ihm 2 Tage später der Urinbeutel aus der Hand geglitten und halb ausgelaufen war, wechselte er nicht meine Bettlaken, an denen er sich abgetrocknet hatte. Ich kann nicht in Worte fassen, wie es mir ging. Ich wollte nur noch sterben. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mal mehr hassen. Doch dann änderte sich alles. Knapp eine Woche lang war Gottfrieds Bett aus meinem Zimmer geschoben worden und ich verkümmerte in meiner stillen Einsamkeit mit der tickenden Wanduhr, als eines Morgens eine Frau in das Zimmer kam. Ich hatte noch nie Besuch bekommen, nicht einmal mein Gartennachbar hatte mich jemals besucht. Er litt unter einer Krankenhausphobie, seitdem seine Frau verstorben war. Doch diesmal kam eine Frau zu Besuch. Ihre grauen Haare waren zu einem großen Dutt hochgesteckt und ihr langes rotes Anzugkleid wölbte sich über ihrem stämmigen Körper. Sie kam rein, betrachtete mich, grüßte mich dann verlegen und ging zu dem vollgekramten Nachttisch von Gottfried, den Pfleger Marcel niemals aufgeräumt hatte. Sie griff wortlos nach dem Griff und zog die Schublade auf. Einen kurzen Moment, das konnte ich aus den Augenwinkeln sehen, verharrte sie in ihrer Bewegung. Dann griff sie nach dem schwarzen Notizbuch und öffnete es. Sie musste wohl einige Minuten darin gelesen haben. Dann warf sie erneut einen stillen Blick zu mir. Ich erwiderte ihn, halb gelähmt, halb starr. Meinen Kopf konnte ich nicht mehr zu ihr neigen, sodass ich sie nur aus dem Augenwinkel betrachten konnte. Sie war vielleicht Ende 50, groß und viel zu breit, als dass sie auf ihren Absatzschuhen, die ich nur gehört und nicht gesehen hatte, elegant hätte aussehen können. Aber ihr rotes Kostüm gefiel mir. Dann verließ sie das Zimmer, ohne sich zu verabschieden. Ohne sich noch einmal umzudrehen. Und ich blieb zurück als stumme Mumie, als lebende Sterbende, die einfach nicht erlöst werden konnte. Frau Berger, es wird Zeit für die Bettpfanne, schrillt es mit einem Mal an meinem Ohr. Ich war weggedämmert. Ich hatte mittlerweile jedes Gefühl für Zeit verloren, auch wenn mich die Wanduhr stets erbarmungslos daran erinnerte, wie lang ein Tag sein konnte. So, dann einmal umrollen, keift er aufgeregt. Ich spüre, wie er das kalte Metall unter meinen abgezerrten Körper schiebt. Heute könnte es etwas kratzen, sagt er hinter mir. Ich spüre seinen Blick auf meinem nackten Hintern. Tja, was kann ich dafür, wenn Sie so viel kleckern? Und er sagte wirklich kleckern. Das ist so eklig, ich werde das garantiert nicht putzen. Ich hörte, wie etwas in der Pfanne bei der Bewegung schwappte. Er hatte sie nicht gereinigt. Er hatte sie nicht sauber gemacht, schießt es mir durch den Kopf. Und dann steigt mir auch schon der Geruch meines gestrigen Geschäfts in die Nase, ehe er mich wieder zurückrollt und ich auf die Pfanne sacke. Er schiebt sich den Besucherstuhl, was für ein zynisches Wort, an mein Bett. Falsch herum. Er lehnt mit seinen Armen auf der Rückenlehne. Natürlich hat er mich nicht zugedeckt. Er grinst mich an. Los, hopp, hopp, jetzt machen Sie schon. Ich will hier endlich raus. Das Zimmer stinkt ja bestialisch. Hier kann ja niemand drin atmen. Heulen kann ich schon lange nicht mehr. Mein Atem rasselt. Mein Körper zittert auf dem kalten, scharfkantigen Metall. Dann höre ich, wie etwas in die Pfanne plätschert. Wie erniedrigend. Ich möchte sterben, denke ich. Da ich gelähmt bin, kann ich nicht sehen, warum Pfleger Marcel mit einem Mal zusammensackt.
warum er vom Stuhl kippt und woher der laute Schlag kommt. Doch dann tritt ein rotes Kostüm in mein Blickfeld. Pfleger Marcel liegt irgendwo halb unter meinem Bett. In ihrer Hand hält die Frau das schwarze Notizbuch. Und ich begreife. Sie hat mit einem heftigen Schlag den Pfleger zu Boden gestreckt. Sie lächelt. Ihr rot geschminkter Mund öffnet sich. Das hat jetzt sein Ende, sagt sie mit fester Stimme. Mein Herz rast. Kommt sie, um mich zu erlösen? Doch ich starre sie nur regungslos an. Mein Mundwinkel hängt schwer herunter. Sie hebt mich sanft an. Ihre warmen, großen Hände drücken meinen Rücken nach oben. Sie zieht die Pfanne unter mir hervor. Dann stellt sie diese auf den Stuhl. Sie ist kräftiger, als sie aussieht. Mit einer Bewegung zieht sie den halb weggedämmerten Pfleger hoch. Das hat jetzt ein Ende, sagt sie wieder, und es klingt wie ein erlösendes Mantra. Mein eigener Geruch steigt mir in die Nase. Sie packt ihn an den dunklen Haaren und drückt sein Gesicht in die Bettpfanne. Es verschwindet in der metallenen, gefüllten Schale. Dabei erwidert sie meinen verwunderten Blick, der vermutlich nicht verwundert ausschaut. Das Buch liegt auf meiner Bettdecke. Mein Blick wandert zwischen ihr, die dem Pfleger Marcel noch immer mit dem Gesicht in die Pfanne drückt, und dem Buch hin und her. Sie nickt. Ich weiß es, sagt sie, und ein Gurgeln ertönt. Er hat alles aufgeschrieben. Ich weiß, was dieser Mistkerl ihnen angetan hat. Und das Gurgeln wird lauter. Ein Arm zuckt. Das muss seine Tochter sein, denke ich. Gottfrieds Tochter. Warum kommt sie erst jetzt? Ich kann nicht fragen. Pfleger Marcel zuckt heftiger. Er hat alles aufgeschrieben. Er hat jede Gemeinheit aufgeschrieben. Die ganze Folter, die sie ertragen mussten, hat er reingeschrieben. Ich glaube, er wollte, dass ich es erst jetzt finde. Er wollte nie, dass ich herkomme. Er wollte aber, dass ich noch etwas tue. Und dabei wird das Gurgeln metallischer, unechter. Die dunklen Haare sind nass und an ihnen kleben meine Exkremente. Der Kopf zuckt. Sie wird ihn umbringen, denke ich. Und für einen kurzen Augenblick zuckt mein schwacher Arm. Der nicht gelähmt ist. Aber dann entscheide ich mich anders. Ja, sie soll es tun. Sie soll ihn in meiner eigenen Scheiße ersaufen. Er hat es verdient. Und Gott weiß, nie habe ich mich beschwert. Niemals. Und nun bekomme ich den Lohn dafür. Es dauert länger, als wir gedacht haben. Und wir beide schweigen. Ich, weil ich nicht sprechen kann. Sie, weil sie sich auf Pfleger Marcel konzentriert. Und irgendwann verliert er den Kampf. Sie wirft ihn mit der vollen Schale auf den Boden und kommt zu mir ans Bett. Das Zimmer stinkt tatsächlich bestialisch. Aber sie lächelt mich an. Das war sein letzter Wille. Ein inoffizielles Testament sozusagen, erklärt sie mir. Ich fühle mich befreit, als wir kurze Zeit später das Zimmer verlassen. Das erste Mal seit wie lange eigentlich? Sie schiebt meinen kraftlosen Körper in einen Rollstuhl nach draußen. Ich rieche die frische Luft. Echte Sonnenstrahlen berühren meine graue Haut. Gemeinsam verlassen wir das Krankenhaus. Gottfrieds Tochter und ich. Und ich schaue noch ein letztes Mal in den blauen Himmel. Nach der Hölle kommt die Befreiung. Und dann werde auch ich erlöst.